Ja, hallo zusammen, willkommen zurück hier im Sportscard Jungle zu einem weiteren Opening-Video. Und zwar habe ich mitgebracht aus der Saison 2020-2021 eine Megabox Donruss Optik Basketball. Ja, sieht man ja, Luca ist ja auf dem Cover. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, Nanu hat er nicht erwähnt, er würde als nächstes im Basketball eine Donruss Elite öffnen aus der jetzigen Saison. Ja, war auch der ursprüngliche Plan, aber Box ist noch nicht da und da ich Lust habe, was aufzumachen, habe ich in meinen jetzt nicht mehr existenten Basketballfundus gegriffen und diese Megabox rausgezaubert, die ich irgendwann mal auf eBay geschossen habe, in einem Anfall von geistiger Verwirrung, glaube ich, für um die 100 Euro. Genau, Donruss Optic, eines der begehrtesten Produkte oder eines der beliebtesten Produkte. Es gibt zwei Megabox-Varianten. Ich habe auch noch die schlechteren Anführungszeichen, nämlich die mit nur 40 Karten. Es gibt noch eine mit 56 Karten. Ansonsten gibt es von Donruss Optic, glaube ich, alles, was das Herz begehrt. Fat Packs, Retailboxen, Megaboxen, Blasterboxen und so weiter und so fort. Also wirklich alles durch die Bank weg. Und was könnten wir hier finden als exklusives, besonderes? Hyper Pink Prism Parallels, genau. Ansonsten der Nachteil der ganzen Geschichte, nämlich der Megaboxen, ist, dass man keine Numbered Cards ziehen kann. Also es gibt nur Parallels, nämlich Hyper Pinks jetzt in dem Fall. Gegebenenfalls natürlich eine Holo oder eben das Checkerboard als Quasi-Case-Hit. Aber sonst nichts, was nummeriert sein kann. Eventuell gibt es Autogramme, das sind Signature Series Greens. Ja, ansonsten auch hier Inserts, Express Lane, Splash, Air Defense, My House, Team Minus, Winner's Days und das ist es. Insofern denke ich mal, legen wir los, machen mal auf, gucken rein und suchen noch ein das letzte Mal auf diesem Kanal, höchstwahrscheinlich. LaMelo Ball, Anthony Edwards. Tyrese Halliburton, James Wiseman, Patrick Williams und die ganzen anderen Leute aus der Rookie-Klasse aus dem letzten Jahr. Da sind sie. Und ja, schauen wir doch einfach mal, was uns Panini in die Megabox gepackt hat. Ja. 1, 2, 3, 4, 5. 10 Päckchen nach 4 Karten nur. Bei Donruss Optik teilweise schwer kämpfend mit Qualitätsproblemen, was das sogenannte Centering angeht. Genau, also dass die Karten eben ziemlich schief sind. Und genau, wir gucken einfach mal rein, was wir Cooles finden. Ansonsten Optik natürlich ein schönes Produkt als solches. Ja, da kann man nichts sagen. Sie müssen dann nur auch gut gedruckt sein. Und die Aaron Fox mit der Base. Dann haben wir Udoka Azubuike mit dem Rated Rookie in der Non-Holo-Variante. Danach Devin Booker mit dem Express Lane Insert. Und unser Pink, unser Hyper Pink, ist Landry Shamet aus Brooklyn, von den Brooklyn Nets. Weiter geht's. Päckchen Nummer 2. Gucken, vielleicht kriegen wir ja was Cooles, Autogrammtechnisches. Das würde mich freuen. So als kleines Schmankerl. John Wall. Davis Bertans. Dahinter haben wir Giannis mit dem My House. Und Harrison Barnes auf dem Hyperpink Spot. Ja. Ich meine, die Karten sehen schon ziemlich nice aus. So wie sie hier schimmern und glitzern. Cool. Ja, einfach ein schönes Produkt. Mal gucken, wann das diesjährige, also für die diesjährige Saison, Optik rauskommt. So, Danilo Gallinari. Alexei Pokuševski mit der Rated Rookie. Nice. Dahinter ein Splash. Tyler Hero. Und unser Pink ist Trey Jones als Rookie
Das ist schön, dass es ein Rookie ist. Man hat sich sicherlich jemand anders gewünscht. Aber cool. Wir packen ihn mal ein in einen Sleeve, packen ihn mal auf den Topspot. Unser jetziges Highlight, unser einziges Highlight vielleicht aktuell auch. Genau, Trey Jones mit dem Rated Rookie Hyperpink. Komm her, genieß den Platz an der Sonne. Genau. Hoppala. So. Nächstes Pack. Wir haben Klay Thompson endlich wieder gesund und ja, extrem am Kamera reflektieren hier. Danach Coby White. Gucken, wir noch einen. Ein Hyper Pink My House Jason Tatum Celtics. Das ist cool, das freut den Celtics-Sammler in mir. Und Malcolm Brogdon. Komm, dann stellen wir Tatum auch auf. Die Karte sieht ziemlich nice aus. Und ich glaube, ich habe die noch nicht. Ist an sich aber, was man auch sehen kann, nicht so. Na, es geht sogar vom Centering. Also geht wesentlich schlimmer. Vielleicht oben, unten, links, rechts. Also oben, unten. Oh, links, rechts ist, glaube ich, eher das Problem. Oben, unten sieht ganz gut aus. So. 1, 2, 3, 4, 5, ja, ich fünftes Pack, den haben wir die erste Hälfte durch. Schnell geht's bei so wenig Karten, die drin sind. So, wir haben Luke Kennard, wenn er scharf wird. Ja. Dahinter ist Kyrie. Danach kommt Winner's Days, Gary Payton. Von Miami. Und als Pinken haben wir Steph Curry. Nice, das ist cool. Wenn Vets, dann Steph. Das freut. So, Päckchen Nummer 6. Ja, lasst gerne ein Like da, wenn euch das Ganze hier gefällt. Oder ein Abo, wenn euch das richtig gut gefällt. Gerne auch einen Kommentar. Mit Verbesserungsvorschlägen immer gerne gewünscht. Draymond, ein My House Anthony Davis und Josh Jackson mit dem Hyper Pink. Genau, also ich würde mich jedenfalls über Support in jeglicher Form freuen. Jetzt habe ich kurz gegen die Kamera geschlagen in meinem Elan des Aufpackens. Genau. Könnt ihr mal verraten, wie ihr das All-Star-Weekend verlebt habt? Ich habe es leider nicht gesehen, nur ein paar Highlights und aber gehört, dass zum Beispiel der Dunk-Contest echt zum Davonlaufen war. Oh, ein Hornet-Troll, Vernon Carey ist am Start. Und ein T-Minus, nochmal, Steph. Nice. Und Colin Sexton mit der Bananenkarte hinten. Auf dem Hyperpink ein bisschen gebogen, aber es geht wesentlich schlimmer. Genau, also Dunk-Contest soll ganz schlimm gewesen sein, also schlimm langweilig gewesen sein. Ja. Und vom Rest habe ich nicht so viel mitbekommen, ein paar Highlights geguckt. Ja, aber könnt ihr mir ja verraten, wie euch das Ganze gefallen hat. Ob ihr glücklich seid mit der dargebotenen Show. Christian Wood. Danach Killian Hayes. Nice, das ist nochmal ein cooler Rated Rookie, den man hier bekommt. Danach Isaac Okoro mit dem, Holo Rated Rookie, sehr, sehr nice. Und Cole Anthony, das ist jetzt hier quasi das mega super duper Rookie Pack mit dem Hyper Pink. Cool, das war eine Packung, mit der, oder eine Packung, mit der man leben kann. Ein Tütchen, ein Booster, ich weiß nicht, Päckchen, mit der man leben kann. Sehr, sehr nice. Wir haben Cole Anthony. Ja, gucken. Und wir haben Isaac Okoro mit dem Holo. Oder ja, doch in dem Fall Holo. Oder True Silver, I don't know. Wir nennen es mal das Holo. Und noch zwei Päckchen. So, schauen wir mal. Vielleicht finden wir nochmal mal was so ähnlich Hübsches. Erstmal finden wir Wendell Carter Jr., Zach LaVine,
Danach nochmal ein Express Lane, Steph Curry. Und unser Pink ist Cam Reddish. So, Last Pack. Schauen wir doch mal rein. Wir haben Serge Ibaka, Elijah Hughes als Rated Rookie, dahinter ein Holo Express Lane mit Steve Nash. Wow, wow. Und Mike Conley auf dem Hyper Pink. Ja, Leute, das war's. 10 Päckchen, 4 Karten jeweils nur. Das geht schnell vorüber. Und hier nochmal quasi unsere, ja, unsere Highlights-Ausbeute in dem Fall. Ja, wir haben Isaac Okoro mit dem, ja, True Holo. Mit dem Holo. Wir haben Trey Jones auf dem Hyper Pink, Rated Rookie. Wir haben ein Hyper Pink oder ein Pink. Er ist ein normales Pink, My House, kein Hyper. Und sicherlich das Highlight, Cole Anthony auf dem Hyper-Pinken Spot. Jo, dann vielen Dank fürs Gucken. Ich freue mich, wie gesagt, über Kommentare, Abos und ähnliches. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder im Sportscard Jungle. Bis dahin, bleibt gesund und viel Spaß im Dschungel der Sportkarten.